Freiheitlichkeit ist immer in Gefahr. Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er um der Freiheit willen eingegangen ist. Diesen Satz des großen Verfassungsrechtlers und ehemaligen Vorsitzenden des Bundesverfassungsgerichts Ernst Wolfgang Böckenförde möchte ich hier einer Betrachtung widmen. Der Satz wird immer wieder zitiert, aber oftmals verkürzt und nur zur Hälfte verstanden. Es geht mit der Bestimmung dessen los, was er ist, der ein Wagnis eingegangen ist. Die Formulierung von Böckenförde insinuiert hier einen Akteur, den es allerdings so gar nicht gibt. Er dürfte auch gar keinen im Sinn gehabt haben. Das von ihm benannte Wagnis ist schlicht ein Ereignis, das die Geschichte hervorgebracht hat, nämlich ein Staat, der ohne die Kooperation mit der Priesterschaft und ihrer Macht zur Steuerung der Sittlichkeit im Volk aus Institutionen besteht, deren Legitimität ausschließlich in den Überzeugungen der Zivilgesellschaft verankert ist. Wertschätzung des demokratischen Prinzips, der Rechtsstaatlichkeit und damit der persönlichen Verpflichtung auf die Rechtsordnung. Die Würde der hohen Institutionen wie Parlament, Verfassungsgericht, Bundespräsident und so weiter, sowie grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien wie Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit oder Idee der Menschenwürde, all dies muss in einem ausreichenden Umfang im Habitus der Bürger verankert sein, damit ein freiheitliches Gemeinwesen bestehen kann. Aber ein Staatswesen, das sich selbst als säkular definiert, das nicht mehr die Autorität der Priesterschaft aufrufen kann, um das Volk an die gottgegebene Ordnung zu erinnern, muss sich darauf verlassen und darauf vertrauen, dass sich jener Habitus, auf dessen Basis eine freiheitliche Gesellschaft überhaupt nur Bestand haben kann, innerhalb der Zivilgesellschaft reproduziert und vererbt. Die Mittel des Staats in Hinsicht auf den Habitus des Staatsbürgers sind letzten Endes begrenzt auf Indoktrination und Gewalt. Jedes totalitäre System, das eine ideologisch definierte Haltung des Bürgers eingefordert hat, hat dies erwiesen. Wenn also eine im Volk verankerte und mit der Staatsgewalt verschmolzene Religion nicht mehr vorhanden ist, indem der Staat sich als säkular definiert, dann ist das zivilgesellschaftliche Fundament der Freiheitlichkeit sich selbst überlassen. Es existiert nur noch in einer säkularen Tradition. Dieses Fundament ist allerdings massiven Angriffen ausgesetzt. Seine Aufrechterhaltung bedarf der Anstrengung. Wer sorgt dafür? Da ist keine Institution. Dagegen gibt es stets feindliche, zersetzende Kräfte, die diese Gesellschaftsordnung unterminieren wollen. Das große Sammelbecken dieser Bestrebungen hört auf den Namen Sozialismus. Im Diktum von Böckenförde ist die Erkenntnis enthalten, dass eine staatlich etablierte Rechtsordnung allein keine freiheitliche Gesellschaft erhalten kann, wenn ihre Mitglieder nicht von ihrer Idee inspiriert sind. Und dies ist ein höchst voraussetzungsvoller Zustand. Nicht nur das Scheitern aller Projekte US-amerikanischer Regierungen zum sogenannten Demokratieexport der letzten Jahrzehnte illustriert das. Die Voraussetzungen, auf die Böckenförde Bezug nimmt, schwinden schneller, als er es sich womöglich hat vorstellen können. Da ist die Migrationspolitik, durch die das Land mit Menschen überschwemmt wird, die keinerlei Verhältnis haben zu jener Idee eines freiheitlichen Gemeinwesens, aber zunehmend die Praxis der Gesellschaft prägen. Oder die Corona-Politik, ein Bazooka-Feuerwerk auf den freiheitlichen Habitus unserer Gesellschaft. Nur Beispiele. Was die Geschichte lehrt, ist, wenn eine Mentalität in einem Volk einmal erloschen ist, kommt sie niemals zurück.